So, hallo und herzlich willkommen so auf halber Höhe von unserem Tal. Das Geräusch, das ihr im Hintergrund hört, ist schlicht der Fluss. Wir haben Hochwasser. Ich habe im Moment ohne Regen abgewartet. Die Lichtverhältnisse sind entsprechend nicht besonders toll. Es ist einfach hervorragend. Das Wetter, ja, die Natur braucht den Regen. Dementsprechend ist das Wetter hervorragend. Muss man sich klar machen, auch wenn es einem persönlich vielleicht nicht passt. So, Thema. Ich habe schon angekündigt gehabt, der eine oder andere hat es mitbekommen, taktische Ausrüstung. Was zum Geier ist eigentlich taktische Ausrüstung? Ist ein alter Bundeswehrkoppel, den ich hier in einer schönen blauen Ikea-Tüte transportiere, damit keiner Angst bekommt, wenn ich mit sowas rumrenne. Wobei in Kombi von blauer Jacke, die so gar nicht taktisch ist, und sowas sieht man eher lächerlich aus und dann braucht auch keine Angst vor einem haben, aber dazu später mehr. Jedenfalls, ob das jetzt noch heutzutage unter taktisch zu verstehen ist, kann man sich sicherlich fragen und streiten. Ich würde fast sagen, es ist nicht mehr gerade State of the Art. Aber es ist ein wunderbares Beispiel, um das Thema mal näher zu beleuchten. Denn mir ist aufgefallen, es gibt tatsächlich, zumindest habe ich wirklich ums Verrecken nichts gefunden, kaum Definitionen, was taktische Ausrüstung eigentlich sein soll. So eine grobe Vorstellung haben manche Leute. Aber so eine richtige Idee, woher das kommt und was das soll, habe ich lange Zeit nicht gehabt, habe mich dann mal intensiver damit auseinandergesetzt. Ja, und möchte jetzt dieses Wissen mit euch teilen. Dazu findet ihr übrigens in der Videobeschreibung noch einen Link zu einer Homepage, die das ganz gut erklärt, wie ich finde. Die ist dem Ganzen sehr positiv gegenüberstehend, das macht aber nichts. Deswegen sind die Informationen da trotzdem sehr, sehr interessant. So. Ich habe mir noch aufgeschrieben, ich muss noch einen kleinen Disclaimer machen. Grundsätzlich ist es so, dass wir hier bitte niemanden vorverurteilen wollen. Ich weiß, es gibt den einen oder anderen, der jetzt gerne in die Kommentare schreiben möchte, das sind alles Spinner. Das gibt es. Ja, zweifellos wird es Leute geben, die in Militärkrempel rumrennen, die Spinner sind. Die müssen aber nicht zwingend welche sein. Also deshalb bitte keine Vorverurteilung. Natürlich ist es teilweise ein bisschen lächerlich, dass ein Wasserfilter auf einmal nochmal in schwarz auf den Markt kommt, weil er vorher blau war und jetzt als grau und jetzt als Tactical Version beschrieben wird und dann teilweise Leute den extra nochmal kaufen, weil sie ihn unbedingt in schwarz haben wollen. Das mag manchmal ein bisschen lächerlich anmuten, auch zum Beispiel Marken wie Tactical Food. Das ist, glaube ich, ein Unternehmen aus Lettland, wenn mich nicht alles täuscht. War das Lettland? Jedenfalls aus dem Baltikum. Die da was anbieten, was tatsächlich sicherlich nicht schlecht schmeckt. Ne? Ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber die Stimmen dazu sind relativ ziemlich gut. Und noch nicht mal überteuert ist. Ja, ich habe das mal ein bisschen preisvergleichstechnisch verglichen. Ich dachte auch, Tactical Food, das muss ja Schwachsinn sein, ist aber noch nicht mal wirklich teurer als signifikante andere Tüten Trekkingfressen, auf die man Wasser draufkippen muss, damit sie fertig werden. Dass die jetzt auf diesen Tactical-Zug aufgesprungen sind, um einfach Werbung für ihre Produkte zu machen. Naja, jeder muss irgendwo von irgendwas leben und sein Zeugs verkaufen. Daher, ja, viele Sachen mögen im ersten Moment lächerlich anmuten. Einiges ist mit Sicherheit auch lächerlich. Aber wir versuchen da jetzt mal mit einer gewissen Unvoreingenommenheit zu verstehen, was Leute dazu bewegt und wo das herkommt, wie ein Soldat oder zumindest anteilig wie ein Soldat als Zivilist im Wald rumzurennen und das dann als Naturgenuss zu bezeichnen. Also nochmal bitte keine Vorverurteilung, auch nicht von der anderen Seite. Ja, ihr müsst auch irgendwo verstehen, wenn ihr wirklich so aussieht, als würdet ihr schwer bewaffnet als Zivilist im Wald rumrennen, dass es dann Leute gibt, die möglicherweise Angst vor euch haben. Ich meine, einige von euch werden das auch nicht verstehen, aber für die Vernünftigen muss das doch irgendwo erkennbar sein, dass das zumindest potenziellen kleinen Konflikt heraufbeschwören kann. Natürlich dürft ihr euch anziehen, wie ihr wollt, das ist in Deutschland erlaubt, aber nur weil man etwas darf, muss man es ja vielleicht nicht ins Extreme treiben. Aber dazu auch später noch mal mehr. Ja, also ich versuche mich hier wirklich so sachlich und von allen Seiten betrachtend dem Thema zu nähern, wie das irgendwie nur geht. So, zunächst mal. Ich habe
auf besagter Website tatsächlich den Versuch einer Definition, was taktische Ausrüstung überhaupt sein soll, gefunden. Das ist die einzige, die ich irgendwo gefunden habe, mit Ausnahme der Tatsache, dass der Begriff Taktik und taktisch quasi einer Taktik folgend näher beschrieben wird, während eine Taktik ja zumindest laut Wikipedia meistens eine militärische Vorgehensweise ja zum letztendlich Sieg im Kampf irgendwie beschreibt. Das heißt, dass eben ein Offizier die Taktik festlegt, mit der vorgegangen wird, der General meinetwegen, je nachdem wie hochrangig der ist, der anwesend ist und das Sagen hat, und mit dieser Taktik geht man dann vor. So, und eine Ausrüstung, die jetzt eine Taktik, eine militärische Taktik unterstützt durch ihre Eigenschaften, das wäre jetzt eine taktische Ausrüstung, ist Definitionsansatz Nummer 1. Erweitert kann man aber auch sagen, eine taktische Ausrüstung ist die, die ein Ziel vorantreibt durch ihre Ausstattung und so weiter und so fort. Und man kann das vom Militär natürlich auch auf die Polizei abwandeln, um ja tatsächlich mit Waffengewalt irgendwelche Gebäude, wo der Geiselnehmer drin hockt und Ähnliches, zu stürmen. Ja? Aber das kann natürlich auch interessant sein für eine Feuerwehr. Eine Feuerwehrjacke wäre in jedem Fall taktisch, sofern die dann Eigenschaften wie Brandsicherheit, viele Taschen, wo dann der Feuerwehrmann genau definierte Ausrüstungsgegenstände wie Handschuhe oder was auch immer drin hat. Ich kenne mich da nicht aus, war nie Feuerwehrmann, ne? Und Feuerwehrfrau war ich auch nie. Aber ja, sowas wäre nach modernem Verständnis wahrscheinlich auch als taktisch zu bezeichnen, genauso wie das Holster, das ein Rettungssanitäter an der Hose hat, wo drin sich seine Aderpresse, ein Tourniquet, wie das so gerne auch genannt wird, befindet, falls er die mal ganz, ganz schnell griffbereit haben möchte. Ja, also wenn jemand sowas hat, was möglicherweise sinnvoll ist. Ich bin auch kein Rettungssanitäter oder seine Handschuhe oder seine Beatmungsmaske oder was auch immer. Sobald er das quasi in einem Holster am Gürtel trägt, an seinem taktischen Gürtel dann, wie die Polizei da Handschellen dran baumeln hat und Pfefferspray und eben die Dienstwaffe und so weiter und so fort, das ist dann streng genommen auch ein taktischer Gürtel. Also es ist nicht ganz einfach zu fassen, aber eben wie gesagt, die Definition laut Website lautet zweck- und missionsgetriebene Ausrüstung für Militär, Polizei und Ersthelfer. Und das ist, glaube ich, etwas, was dem Ganzen schon recht nahe kommt. So, jetzt müssen wir uns mal fragen, wo kommt denn dieser Krempel her? Und da habe ich mir mal überlegt, seit wann gibt es denn ein Militär, was spezifische Militärausrüstung zur Durchführung ihrer Mission oder ihrer Taktik, zur Unterstützung ihrer Taktik mitschleift. Und die früheste Armee, die das organisiert getan hat, die ich gefunden habe, vielleicht gibt es noch eine frühere, dann mag man mich bitte gerne korrigieren, ist die Römische Legion. Und die hatten zum Beispiel, dazu blende ich euch auch noch ein altes Mosaik ein, tatsächlich eine Stange dabei, und an dieser Stange, die sie sich über die Schulter geschmissen haben, hing dann deren Bündel mit einem Kochtopf, mit Proviant, mit ein Stück weit Ersatzkleidung, mit einer Decke zum Schlafen und solchen Dingen, was man halt so braucht. Ne? Und das hatte jeder Soldat für sich dabei, wog so schätzungsweise 15 bis 20 Kilo, je nachdem, welcher historischen Quelle man da trauen möchte. Und das haben die sich wirklich auf den Rücken geschmissen mit so einer Stange und als Bündel hinter sich hergeschleppt. Man kennt vielleicht noch das alte Bild vom Landstreicher, der oft noch in Kinderbüchern zum Beispiel so dargestellt wird, dass der auch eine Stange hat, an dem ein Tuch hängt, und in dem Tuch sind seine 7 Sachen, und das hat er sich mit einer Stange über die Schulter gelegt. Tatsächlich ist das eben realistisch, das ist eine alte Trageweise für das Gepäck, was man so dabei hatte, bevor der richtige moderne Rucksack, so wie wir ihn kennen, Mode geworden ist. Oder wenn man halt eben mal keinen Rucksack hatte, dann hatte man halt ein Tuch, was man an einen Stock binden konnte, und hat das so getragen. Ist wohl bequemer, als das Tuch die ganze Zeit vor sich herzuschleppen. Und das ist es auch tatsächlich. Ja, also wenn man so will, ist bestimmtes Zeug der römischen Legionäre meiner Meinung nach die früheste taktische Ausrüstung dem damaligen Kenntnisstand entsprechend natürlich. Wer will, darf jetzt auch verschiedene Rüstungen und Waffen der römischen Armee als taktische Ausrüstung bezeichnen. Beziehungsweise taktische Waffen und taktische Ausrüstung ist ja nochmal ein bisschen was Unterschiedliches. So, und die prinzipielle Funktionsweise von taktischer Ausrüstung möchte ich wirklich mal kurz an der Bundeswehrkoppel ein bisschen besprechen. Grundsätzlich kann man, oder muss man nicht, aber wird gerne so gemacht,
so die Ausrüstungsschichten des Infanteristen, also des gemeinen Feldwald- und Wiesensoldaten sozusagen, unterteilen in drei Schichten, was da am Mann so mitgeschleppt wird. Dazu kommt dann halt noch irgendwelche Sonderkrempel, was vielleicht auch mal ausnahmsweise getragen wird, aber üblicherweise irgendwo in einem Auto transportiert wird, im LKW, was auch immer. Ja, aber standardmäßig gibt es am Mann, wie gesagt, drei Schichten. Das ist zum einen die Kleidung selbst. Zum Beispiel, als ich bei der Bundeswehr war, musstest du diese Hose anhaben. Ja, in Flecktarn allerdings, das ist jetzt die Marineversion, glaube ich, sogar ein bisschen ausgewaschen. Bei mir war sie Flecktarn, ich war ja nicht bei der Marine. Die hat hier diese Taschen. In diesen Taschen war definiert, was da drin sein muss. Zum Beispiel, das variiert, glaube ich, je nach Jahr, in dem man sich mit dem Thema beschäftigt. Aber bei mir waren da jede Menge Verbandmaterialien drin, Erste-Hilfe-Krempel, das Bundeswehr-Taschenmesser, mein Truppenausweis, und das war es dann mehr oder weniger. Natürlich hat man dann vielleicht noch seinen eigenen Geldbeutel dabei gehabt, möglicherweise noch irgendwas Kleines zu essen, ein paar Brausetabletten habe ich immer gerne gehabt. Na, die können nicht... Also wenn sie nass werden, weichen sie auf. Ja, aber du kannst sie ja so verpacken, dass sie nicht nass werden. Sie können zumindest mal nicht schwelzen. Irgend sowas. Man hatte hier am Ärmel noch eine kleine Tasche an der Feldbluse. Da war immer der Gehörschutz drin. Man hatte auch definierte Dinge in den Brusttaschen. Ich habe jetzt hier keine Brusttaschen, aber eine normale Feldbluse der Bundeswehr hat ja welche. Da war dann auch irgendwas Definiertes drin. Unter anderem musste man einen Kugelschreiber immer dabei haben und, und. Ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. So. Dann, das hast du quasi immer am Mann. Das ist die Standardausrüstung des Soldaten, egal was er macht, das Zeug hat er dabei. Ist er irgendwie im Felde unterwegs, trägt der Soldat, zumindest wie gesagt damals, üblicherweise dieses Geschirr, was ich hier umhabe, wie das im Detail aussieht. Ja, das ist unterschiedlich. Und man kann da prinzipiell auch noch mehr Taschen dranhängen. Zum Beispiel die Variante, die ich hier habe mit diesen zwei Fronttaschen. Das ist mehr so als Gag gedacht gewesen für mein April-Scherz-Video. Das trägt, glaube ich, kaum einer so, weil das würde wahnsinnig stören, wenn man mal kriechen muss, was man als Soldat gegebenenfalls muss. Sobald Beschuss eintritt, ist es sinnvoll, sich nur noch kriechen fortzubewegen, weil sonst bist du ein viel zu leichtes Ziel. Ja? So, das Zeug kann sehr einfach, vergleichsweise einfach, da gibt es heutzutage auch Besseres, ja, keine Frage, aber kann vergleichsweise einfach am Mann getragen werden, fällt nicht groß auf, kann durch diese Schulterriemen, auch wenn du dir ein ganz schweres Zeug quasi an deinen Gürtel gehängt hast, da fliegt mein Skript weg, Sekunde. Also auch wenn du dir ganz schweres Zeug an den Gürtel gehängt hast, hängt der Gürtel nicht wahnsinnig runter und zieht dir die Hose aus, sondern durch die Schulterriemen geht das dann. Prinzipiell ist hier hinten übrigens auch noch eine Möglichkeit, da noch eine kleine Tasche auf den Rücken zu schnallen. Das wurde beim Vorgängermodell, ich glaube beim Wehrmachtkoppel, wurde das auch so gemacht, dass es eine Tasche gab, die man sich tatsächlich da auf den Rücken geschnallt hat, die dann quasi ein kleiner Rucksack gewesen ist. Und. So, hier ist jetzt drin Zeug, das der Soldat nur dann braucht, wenn er wirklich so im feldmäßigen Einsatz unterwegs ist. In dem Moment sollte er auch eine Waffe, sprich ein Gewehr dabei haben. Als Standardsoldat hat man nur ein Gewehr, nicht noch eine Pistole. Und dafür, ja, braucht man dann Ersatzmunition. Das wäre zum Beispiel hier in diesen Munitionstaschen drin gewesen. Das sind G3-Magazintaschen für jeweils zwei Magazine, A20 Schuss. Maximal, wenn man da noch genug drin hat. Ne? Und die hat man halt durch diesen Schnellverschluss, den die Dinger haben, ziemlich schnell griffbereit, kann das aufreißen, kann das rausnehmen, muss das vorher üben, kann ziemlich schnell nachladen, kann man weiterschießen etc. pp. Ja? Und das ist im Grunde auch schon taktisch. Das ist jetzt Ausrüstung, die speziell an die Bedürfnisse eines Soldaten angepasst ist, möglichst viel Munition ständig am Mann zu haben und einfach diese nachladen zu können. Das Zeug ist schnell griffbereit oder sowas wie hier zum Beispiel der Feldspaten. Ich habe jetzt keinen drin, der ist sauschwer. Ja, aber die Feldspatentasche, da kannst du auch das Ding zack aufmachen, deinen Feldspaten rausnehmen und während du bereits am Boden liegst, ohne das jetzt vormachen zu wollen, kommst du an deinen Feldspaten dran, hast den Griff bereit und kannst dir, während du irgendwo rumliegst und eben nicht weiter kannst und möglicherweise nicht nach links und nicht nach rechts kriechen kannst, dir quasi
quasi deine eigenen Mini-Schützengraben im Liegen ausheben, um deine Situation zu verbessern, um deine individuelle Verteidigungs- oder Kampffähigkeit eben auszubauen und dich eingraben, im wahrsten Sinne des Wortes. Man kennt das ja aus dem Militärjargon. Ja, und auch für sowas ist es dann wieder praktisch, wenn das Zeug gerade ganz genau griffbereit ist. Es ist zumindest in gewissen Rahmen definiert, was an so einem Koppeltragesystem wohin gehört. Gibt es genaue Regeln, in die Tasche ist das drin, in der Tasche ist jenes drin, in der nächsten Tasche ist wieder was anderes drin, meinetwegen das Funkgerät und jeder Kamerad weiß das. Solltest du also mal tot wo rumliegen, was ja bei einem Kriegsszenario nicht auszuschließen ist, das gehört natürlich auch dazu, und dein Kollege, Kamerad, dem fehlt eine gewisse Ausrüstung, dann kann der prinzipiell sich bei dir auch bedienen, weil du wirst es nicht mehr brauchen und er weiß sofort, wo bei dir das Zeug ist. Insbesondere auch die Tatsache, dass zum Beispiel die Kampftasche, das Ding hier hinter, über meinem Hintern, eben nicht schnell zugriffbereit ist. Man kommt da wirklich effektiv nur dran, indem man die Koppel auszieht und dann da hinten rumkruschtelt. Da hinten versuchen, das blind aufzumachen und daran zu kommen, wo man dran möchte, und das Ding dann noch wieder zubekommen. Mag sein, dass es Soldaten gibt, die das können, aber das ist sauschwierig und dauert ewig. Ja, mindestens mal das. Das heißt, das ist nicht wirklich effizient. Aber wir vergessen hier die Kameradenhilfe. Man ist ja normalerweise als Gruppe unterwegs. Und dann kann dein Nachfolger dir mal eben schnell aus deiner Tasche reichen, was du gerne haben möchtest. Insbesondere, wenn man sich als Trupp darauf geeinigt hat, was in der Tasche wo zu sein hat. Und hier kommen jetzt eben die Prinzipien, die wir von taktischer Ausrüstung auch heute noch kennen, jetzt so langsam ein bisschen deutlich rüber. Das Zeug ist robust. Das Zeug ist schnell verfügbar, so es dann taktisch getragen wird. Das Zeug ist ordentlich verräumt, hat seinen definierten Platz, wo es ist. Und ja, erfüllt eben die Anforderungen, die an es gestellt werden, ist insofern taktisch, dass es speziell für den Anwendungszweck designt und konstruiert wurde. Ja? Dazu kommt jetzt übrigens noch zur Koppel der Rucksack. Das ist je nach Truppenteil dieser kleine hier tatsächlich, war es bei mir. Den Rucksack kann man hier jetzt noch draufschmeißen, eben weil hier noch kein Rucksack hängt, und der liegt dann quasi schlimmstenfalls auf der Kampftasche auf, und dadurch hat man dann nochmal zusätzliches Equipment. So, und in den Rucksack kommt jetzt in der dritten Schicht der drei Schichten ein Schlafsack, ein Zelt, sowas in der Richtung, zusätzlicher Proviant. Ein bisschen Proviant wird man auch in der Kampftasche hier drin haben, damit man immer etwas Proviant am Mann hat. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt auf der Seite. Natürlich hat man noch eine Feldflaschentasche, damit man auch was zu trinken immer am Mann hat. Ja, und das sind so die Grundprinzipien, zumindest aus dem Militärischen kommend, der frühen, wenn man sie so nennen will, taktischen Ausrüstung, das Koppeltragesystem. Haben verschiedene Armeen, ich blende euch auch gerne mal eins von den US-Amerikanern die so rumrennen. Zumindest in der Theorie. Als Rekrut im Einsatz gibt es inzwischen Besseres, und um das auch noch mal kurz genannt zu haben, üblicherweise wird in der Kleidung kaum noch was aufbewahrt, weil bei einem Treffer kriegst du dann in die Wunde das, was vorher noch getroffen wurde. Also solltest du zum Beispiel ein Foto von deiner Geliebten über dem Herzen tragen und das wird dann durchschossen, dann hast du halt hinterher Fetzen von dem Foto deiner Geliebten in der Wunde. Wenn es über dem Herzen getragen ist, dürfte das ziemlich egal sein, es sei denn, es ist ein bleiverstärktes Foto deiner Geliebten, aber lassen wir den Blödsinn. Ja? Aber das wird zum Beispiel häufig nicht mehr gemacht. Stattdessen bewahrt man wirklich sämtlichen Krempel im Koppel auf, auch einfach deswegen, weil du ja möglicherweise über deine normale Kleidung noch eine Regenjacke ziehst. Dann brauchst du nur den Koppel ausziehen, beziehungsweise einen Plate Carrier, kommen wir gleich zu, und schmeißt die Regenjacke drüber und ziehst den wieder an. Jetzt kommst du natürlich an alles nicht dran, was du unter deiner Regenjacke trägst. Und das wäre jetzt doof, weil dann ist es überhaupt nicht taktisch, weil nicht mehr verfügbar, ohne einen riesen Aufwand und dauert ewig. Und damit hältst du die ganze Truppe auf, weil du jetzt als Einziger noch nicht deinen Gehörschutz rausgefriemelt hast. Und drum macht es Sinn, das immer in der äußeren, schnell verfügbaren Schicht zu haben und alles andere quasi entweder dann, wenn es nicht dringend verfügbar sein muss, wirklich in den Klamotten, in der Hosentasche. Hosentasche ist wieder nicht so schlimm, das ist ja kein Körpertreffer, wenn dich da eine Kugel trifft, möchte ich da auch nicht haben, aber so hat man mir das mal erklärt. Und
Ansonsten ist es im Rucksack und der Rucksack kann dann im Zweifelsfall auch abgeworfen werden. Das moderne System sieht tatsächlich aus diesen taktischen Rucksäcken, haben wir alle schon gesehen im Bushcraft-Sektor, aus, die häufig noch die Möglichkeit haben, dass du auf den eigentlichen Rucksack noch hinten dran einen Zusatzrucksack dran klebst, rennst dann mit so einem breiten Rucksack an deinem Rücken, der dann ewig weit vom Körper absteht und eine Kackgewichtsverteilung hat in der Gegend rum. Warum? Naja, weil im taktischen System im Hauptrucksack das unwichtige Zeug drin ist und der kleine Rucksack, der schnell abgenommen werden kann und mit dem macht man sich davon und hat im kleinen Rucksack, also dem Daypack sozusagen, dann halt zumindest eine Überlebensration, ein MRE, ein Meal Ready to Eat, ein EPA, wenn wir uns im deutschen Bereich bewegen wollen und von mir aus noch zumindest eine Zeltbahn, wo man sich ein einigermaßen brauchbares Lager mit seinen zweifellos vorhandenen Survival Skills, hat ja jeder Soldat massenhaft, selbstverständlich, errichten kann. So, ne? Also so grob und der Koppel wurde halt ersetzt meistens durch eine mehr oder weniger schusssichere Weste oder mindestens eine Splitterschutzweste, auf die dann direkt Magazintaschen zum Beispiel, eine Tasche für die Taschenlampe, eine Tasche fürs Funkgerät und was weiß ich was noch alles, möglicherweise hier noch ein Kampfmesser, ja, einfach damit es cool aussieht. Kampfmesser, ob man das je braucht, wenn man ein vollautomatisches Sturmgewehr dabei hat, gibt es für Normalsterbliche. Eher jetzt nicht so, ne? Egal. Jedenfalls, ja, ich versuche mal, ob ich noch irgendwelche Bilder finde, die ich euch da einblenden kann, die frei verfügbar sind, wie das eben modern aussieht für die Leute, die da gar keinen Bezug zu haben. So, und das Zeug ist halt nochmal optimaler, allein schon durch die Tatsache, dass man dann eben plus minus kugelsicher ist, zumindest wenn es an den richtigen Stellen trifft, ne? Und nochmal körpernäher und ohne, dass das rumwackeln kann, weil wenn ich jetzt renne, na, dann macht es hier diesen. Und das geht zwar, das bringt einen nicht um, man kann trotzdem rennen und alles andere scheppert auch fröhlich vor sich hin, aber es ist längst nicht so cool, wie wenn das wirklich schön fest an deiner Ausrüstung befestigt ist und es lässt sich dann einfach auch besser tragen, es lässt sich damit besser kriechen, es lässt sich damit besser kämpfen. So, das also zur Funktion von taktischer Ausrüstung fürs Militär, für die Polizei. Exakt, tupfgenau das gleiche Prinzip. Ja? Nur, dass eine Polizei vielleicht keinen Spaten dabei hat und auch keinen Schlafsack und möglicherweise gar keinen Rucksack braucht, weil sie so viel Equipment nicht dabei haben muss, weil sie ja nur aus ihrem Bus rausspringt und dann quasi sich im Einsatz befindet, so ein SEK. So, und jetzt fängt es an zu regnen. Das ist jetzt dahingehend nicht so schlimm, weil ich euch das meiste, was ich euch zeigen wollte, gezeigt habe. Und der Rest ist jetzt im Wesentlichen eigentlich bloß noch erzählen. Deswegen würde ich jetzt kurz zusammenpacken, wohin gehen, wo es trocken ist und hoffen, dass ich da noch ein bisschen was erzählen kann. So, dann geht es leider in der Hütte. Ich weiß, die Akustik ist hier nicht die beste. Ja, aber daheim habe ich auch nirgendwo eine Ecke, wo ich wirklich gut der Kamera was erzählen kann. Das ist ein technisch großer Aufwand, bis ich alles umgebaut habe, dass ich einigermaßen verständlich klinge. Drum machen wir es so zu Ende. Ich bitte um Entschuldigung, es klappt wirklich nur sehr umständlich anders. So, wichtig, das Genannte gilt auch nochmal für Rettungssanitäter, sonstige Rettungskräfte, die Feuerwehr, von mir aus noch das technische Hilfswerk, die wollen sicherlich auch ihr Werkzeug am Mann haben, wenn sie irgendwie mit der Schraubenzwinge an eigener Wasserpumpe schrauben wollen. Eine Schraubenzwinge ist nichts zum Schrauben, ich habe keine Ahnung von Werkzeug. Aber ja, das ist da sicher auch erklärbar, weshalb man sowas braucht. So, und jetzt sind die Übergänge eben fließend. Was denn dann eigentlich auch noch taktisch ist, auch wenn keine Sau auf die Idee kommt, es so zu nennen. Zum Beispiel ist ein Klettergurt für einen Kletterer, der in der Wand hängt und an seinem Klettergurt einen Beutel mit Magnesia hat, um besser klettern zu können. Ist das dann nicht auch irgendwo taktisch? Ich würde sagen ja, auch wenn es keine Sau das so nennt und das Ding wahrscheinlich bunt ist und keinesfalls Oliv oder gar Camouflage, weil was soll die Grütze zum Zwecke da irgendwo hoch zu kraxeln, ne? Da will man vielleicht eher gesehen werden, allein schon um anzugeben, weil man es kann, ja, was durchaus auch beeindruckend ist. So, und deswegen sehr schwierig, oder der Gürtel eines Handwerkers, der da eben verschiedene Werkzeuge griffbereit dran hängen hat, ist dieser Gürtel taktisch? Selbstverständlich. Da sind das taktische Werkzeuge, kann man schon sagen. Daher ist dieser Begriff, wenn man ihn wirklich so versteht, wie er ursprünglich gemeint ist oder wie manche Leute ihn definieren,
eigentlich ziemlich für den Eimer und tatsächlich ein Marketingversprechen. Denn die historischen Hintergründe vom Begriff taktisch oder tactical liegen tatsächlich darin, dass mal irgendein findiger Mensch eine Hose erfunden hat, die anders als das Ding, was ich trage, nicht einfach nur eine dicke Baumwollhose ist mit großen Taschen, sondern da hat er noch zusätzliche Funktionen wie Einschubtaschen für Knieschoner hinzugefügt. Und damit war das Ding für einen Soldaten erheblich interessanter. Übrigens auch unterschiedliche Stoffe verwendet, zum Beispiel auch dehnfähigen Stoff, beispielsweise im Schritt, beispielsweise hinterm Knie, also in der Kniebeuge. Und damit ist das Ganze deutlich besser zu tragen gewesen, war an den Stellen, wo es nicht dehnfähig sein musste, noch mal robuster als so eine Universalhose. Und da, wo es dehnfähig war, da konnte zwar ein bisschen was durchgehen, aber du konntest dich halt deutlich komfortabler und schneller bewegen. Und Knieschoner sind großartig für jeden, der mal wirklich durch den Matsch kriechen musste. Und das im Wald und über Stock und Stein. Das tut nämlich bolle weh. Und da kann man sich richtig böse bei verletzen, wenn man da eben nicht vorher quasi den Wald gefegt hat, um eine Kriechbahn herzustellen, über die man sich einigermaßen verletzungsfrei bewegen darf. Was Sinn ergibt, weil sonst jede Menge Soldaten ausfallen, weil sie sich schlicht und ergreifend ganz dämlich das Knie aufreißen an einem Ast, der da irgendwo am Boden rumliegt. Darum war das eine erhebliche Verbesserung. Das Ding hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Und um das Teil irgendwie zu benennen, kam derjenige, der es erfunden hat, auf die Idee, zumindest gerüchtetweise, und es ist schwer, das alles nachzuvollziehen, aber wahrscheinlich war das wohl so, dass der das da einfach mal als Tactical bezeichnet hat, weil er dachte, das klingt cool. Und das tut es offensichtlich und damit hat sich das dann durchgesetzt. Das nächste, was er erfunden hat, war dann das Tactical Combat Shirt, das dann Ellbogenschoner integrierte hatte, weil auch die Ellbogen was sind, was man halt nun mal braucht, wenn man durch die Gegend kriecht. Das in der Mitte, das sieht man vielleicht manchmal, quasi in Oliv- oder Hautfarben gehalten ist, dann aber getarnte Ärmel hat, weil man in der Körpermitte ja sowieso eine schusssichere Weste trägt, schussresistent muss man eher sagen, und den ganzen Graffel, den man dabei hat und so weiter, und daher nur die Ärmel robust sein müssen, und das T-Shirt in Anführungszeichen darf dann aus leichterem Stoff sein, atmungsaktiver sein, nicht so warm, damit man nicht so schwitzt, etc. pp. Also das war dann das Tactical Shirt. Und nach und nach gab es dann Tactical Handschuh, Tactical Stiefel, das ist ja auch durchaus wichtig, ein guter Stiefel, und bis hin zu eben Tacti-Cool. So, den taktischen Krempel, den wir jetzt als Zivilist kaufen können und damit im Wald rumrennen können, warum auch immer, dazu kommen wir noch, der hat folgende Eigenschaften, die ich erstmal kurz durchgehen möchte. Was ist eine taktische Ausrüstung, die für Otto-Normalverbraucher interessant ist? Eine Feldflaschentasche, meinetwegen die Spatentasche. Wer will, wie gesagt, der gebrauchte BW-Koppel. Ein Rucksack tut es aber natürlich auch und ist im Endeffekt auch nochmal ähnlich komfortabel, bis hin zu viel komfortabler zu tragen, wenn es ein moderner Rucksack ist. Aber man kann es machen. So, das nur am Rande angemerkt. Gut, aber nochmal. Taktische Ausrüstung, häufig robust. Ja, also das, was wir darunter verstehen, taktische Zivilausrüstung, die so im Wald getragen wird. Warum? Naja, der militärische Herkunft geschuldet, soll das Zeug ja von einem Soldaten zum nächsten über mehrere Soldatengenerationen weitergereicht werden können und dafür muss es stabil sein. Außerdem ist es oft schwer. Das ist nämlich egal, weil der durchschnittliche Soldat soll ja gefälligst fit sein. Dann kann man dem auch zumuten, dass der eben schwer an dem Zeug auch schleppen kann und das dann auch hinbekommt. Ja? So. Die direkte militärische Herkunft kann sein, muss nicht sein, damit ein Ausrüstungsgegenstand taktisch ist. Soll heißen, wenn das zum Beispiel beim KSK im Einsatz ist, dann wird es mit Sicherheit auch als taktische Ausrüstung früher oder später auf dem zivilen Markt landen oder mindestens als Nachbau. Und dann kann man es da kaufen, dann fühlt man sich krass, weil man den gleichen Krempel wie das KSK hat. Wahrscheinlich 1% der Fähigkeiten eines KSK-Soldaten, aber die gleiche Hose an. Also ist man krass. Jetzt mache ich mich schon ein bisschen drüber lustig. Das will ich eigentlich nicht. Das soll ja ergebnisoffen sein. Aber ich denke, man kann schon neutral sagen, dass nur die gleiche Hose anhaben, wie ein KSK-Soldat, nicht zwingend zu KSK-Fähigkeiten, Kommando Spezialkräfte, übrigens unsere Elite-Soldaten, unsere Deutschen, wer das nicht weiß, führt. So,
Häufig sind die Dinger schwarz, oliv oder Flecktarn oder irgendein anderes Camouflage-Muster. Das Camouflage-Muster der Bundeswehr nennt sich Flecktarn. Das ist ein eingetragener Markenname. Selbst die Amis nennen das Flecktarn oder wie sie auch immer das aussprechen mögen. Haufenweise Optionen, die Ausrüstung an allen zu befestigen oder alternativ wiederum alles an der Ausrüstung zu befestigen, soll heißen, der Koppel, der hat jede Menge Löcher. Ich kann euch hier mal so ein Ding abmachen, dann sieht man das. Zack. Ja, der hat hier also so Löcher, Doppelloch rein, und alle Ausrüstung, die für den Koppel gedacht ist, hat ein solches Koppelschloss. Und hat man einen Gegenstand mit Koppelschloss und einen Koppel, kann man so ziemlich alles am Koppel befestigen, wo das halt eben zusammenpasst. Ja, also reichlich unterschiedliche Möglichkeiten, verschiedenes Gerümpel an so ein Ding dran zu hängen. So, modern, ja, das Molle-System, das hat man bestimmt auch schon mal gehört, irgendwelche taktischen Rucksäcke mit jede Menge Molle, wo du dann prinzipiell auch wieder Dinge mit Molle-Befestigungsvorrichtung dranhängen kannst. Das heißt, du kannst die an deinen ohnehin schon überdicken Rucksack außen noch 17 kleine Magazintaschen oder eine Kompasstasche, eine Taschenlampetasche, eine Wasserflaschentasche, eine Taschentuchtasche und so weiter, kannst du dir da alles dranhängen, dann wird das Ding nochmal zig Kilo schwerer und du hast das aber alles sehr griffbereit. Ja? Auch hier, man kann das so sehr übertreiben, dass es wirklich manchmal lächerlich wirkt. Das heißt, entschuldigt, wenn ich jetzt hier schon wieder ein kleines bisschen ins Humoristische abdrifte. Ne? Aber das ist ein Hauptkriterium. Fast alles, was taktisch ist, hat verschiedenste Befestigungsmöglichkeiten an verschiedenen anderen Krempel. Ein Messer in der taktischen Scheide kann zum Beispiel auch an solchen Tragesystemen befestigt werden. Vielleicht nicht um dem alten Ding von der Bundeswehr, aber tendenziell schon. So. Gewicht spielt oft keine Rolle, habe ich ja schon gesagt, ist schwer, weil ist egal, Soldat ist fit. Viele Taschen, Fächer oder Fächer und Zeug unterzubringen, gilt insbesondere für Hosen oder Kleidung, dass die zig Taschen haben, wo du noch irgendwelchen Krempel reinpacken kannst. Und dann gibt es natürlich noch medizinisch-taktische Ausrüstung, die ist dann eher rot oder gelb oder zum Beispiel ein Messer-Etui für ein Notfallmesser, mit dem man sich aus dem Auto befreien kann, Scheibe einschlagen, Gurt durchschneiden etc. pp. Das ist beispielsweise gelb, ich habe so ein Ding. Ja, aber das ist auch klar taktisch, wäre dann auch als solltest du bezeichnen, kannst du die auch während der Fahrt an den Gürtel hängen, damit du, wenn du einen Unfall baust, das Ding nicht lange suchen musst, wäre eine Option. Wer das macht, weiß ich nicht, ich nicht, es liegt im Handschuhfach, das ist vielleicht möglicherweise auch doof, weil je nachdem, wie das Auto verbeult ist, kommt man dann trotzdem nicht dran, aber ja, kann man sich streiten. Ne? Ja, und das ist es im Grunde, was ich so allgemein sagen wollte und jetzt doch nochmal zu dem Begriff Tactical. Tactical ist hier als Versuch, das zu beschreiben von besagter Website, die ich euch verlinkt habe, ein interessanter Text, und den würde ich einfach mal zitieren, weil das kriege ich wirklich nicht besser auf die Reihe. Der Begriff Tactical beschreibt die Verschmelzung zwischen der taktischen Community und der schnell wachsenden EDC-Masse. Menschen, die die Grenze zwischen der Bereitschaft und Geselligkeit vermischen wollen. Mit anderen Worten, Tactical ist ein Ausdruck, der den Wunsch weckt, vollgetarnte BDUs zu verzichten, das ist glaube ich irgendwie so Flecktarnzeugs und so weiter, um taktische Khaki-Hosen zu tragen, die im Büro genauso gut aussehen wie im Einsatz. Menschen, die Tactical sind, betrachten taktische Ausrüstung als alltägliche und stilvolle Kleidung, ohne jedoch gleich als Überlebenskünstler oder frisch aus dem Militär entlassene Veteranen auszusehen. Also es geht darum, dass man das Zeug einfach schön findet, optisch ansprechend, modisch. Ja, es regnet quasi nicht mehr, darum habe ich gedacht, ich stelle mich ein bisschen hier hin, ist der Ton besser. Also einfach quasi coole Kleidung trägt, die deswegen cool ist, weil sie taktisch ist oder zumindest in Anteilen taktisch. Camouflage wird man nicht als Tactical bezeichnen. Taktischen Krempel in Schwarz hingegen wäre dann wahrscheinlich zumindest anteilig auch Tactical, weil es eben auch im Alltag beim Bäcker
beim Zumbäcker gehen getragen werden kann. So, und ich zitiere weiter. Bedenke jedoch bitte, dass es tatsächlich hochmodische Elemente in der taktischen Ausrüstung geben kann. Das könnte ein schöner Hut mit einem taktisch thematisiertem Logo sein oder es könnte einfach irgendein Ausrüstungsgegenstand sein, der Welt von deiner taktischen Bereitschaft erzählt. Ja, häufig wird Taktik cool, aber auch einfach verstanden als das ist ein Spinner, der mit taktischem Zeug rumrennt und sich dabei cool fühlt. Also klar negativ assoziiert. Das ist jetzt hier der Versuch einer positiven Assoziation, was ich wie gesagt nicht besser formulieren kann. Darum auch das Zitat an dieser Stelle. So. Nachdem ich jetzt schon ein paar Mal über das Thema diskutiert habe, auch mal teilweise in den Kommentaren bei mir auf dem Kanal, habe ich versucht, mal die Kommentare nochmal zu finden und mir nochmal als vergegenwärtigen, die versuchen zu erklären, weshalb taktische Ausrüstung für einen Zivilisten auch sinnvoll sein kann. So, zunächst mal gibt es da Gruppe Nummer 1, bei der es eventuell bzw. ziemlich einleuchtend ist, warum die taktischen Krempel kaufen und das Zeug auch in Camouflage, und zwar das ganz heftige Zeug, nämlich die realistisch Kriegsspielenden. Airsoft, Paintball etc. pp. Also die sich mit nicht tödlicher, wenn auch sehr fetzender, Munition beschießen und ja letztendlich einfach Krieg spielen und du bist dann halt tot, wenn du getroffen wurdest und oder hältst 3 Schuss aus oder wie auch immer das im Einzelnen geregelt ist, die das einfach als Sport machen und dafür dann eben auch in taktischer Klamotte rumrennen, inklusive Schutzweste, damit es halt eben doch nicht so sehr fetzt, wenn du mal getroffen wirst. Das gibt es auch als Laservariante, dass du dann so Laserreflektoren an der Kleidung trägst, die dann biepen, wenn dich jemand mit dem unsichtbaren Laser abgeschossen hat und. Und für solche Leute, um das möglichst zu zelebrieren, dieses Hobby, da kann man dann eben so rumrennen. Das ist ein Hobby. Es mag sein, dass es Leute gibt, die das machen, weil sie da was kompensieren wollen und für irgendeinen Ernstfall trainieren, indem sie als Zivilist auf einmal die Staatshoheit übernehmen wollen, den Staat stürzen wollen und so weiter. Solche Gruppen gibt es definitiv in den USA. Ja, da müssen wir nicht dran diskutieren, die gibt es. Ob es das in Deutschland auch gibt, Stichwort Reichsbürger, das mag sein. Da stecke ich nicht tief genug in der Szene. Oder zumindest wäre es möglich, dass es das mal irgendwann gibt. Daher ist natürlich jemand, der mit Leib und Seele dabei ist, Krieg zu spielen, in Anführungszeichen. Kann sein, dass das eine ganz harmlose Gestalt ist, die das einfach als Hobby gerne macht. Ich zum Beispiel mache auch ein bisschen Kampfsport. Ich mache das nicht, weil ich Leute verdreschen will, sondern weil es mir einfach Spaß macht, weil ich dabei fitter, ein bisschen zumindest, fitter werde und nicht völlig zum Couch-Potato werde und was mir Spaß macht, schlicht und ergreifend. Ohne dass ich jetzt furchtbare Gewaltfantasien, jedenfalls nicht allzu häufig, gegenüber von anderen nützlichen Gliedern der Bevölkerung gegenüber hätte. Ja? Aber ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, die Beschäftigung mit Gewalt in der einen oder anderen Form in der Freizeit aus sportlichen, wettbewerberischen Gründen oder sonstigen ist mir nicht so fremd, dass ich es nicht ein Stück weit nachvollziehen könnte. Daher, ich persönlich bin da fein mit, dass Leute das als Hobby haben. Nur eben, das ist die Frage, wo ist der Übergang? Ist es wirklich nur ein Hobby oder hat da jemand irgendwelche Umsturzfantasien? Und das ist oft schwierig zu erkennen. Meistens ist es so, meiner persönlichen Erfahrung nach, wenn du jemanden fragst, ob es nur ein Hobby ist oder er Umsturzfantasien hegt, ja, und er gehört tatsächlich einer radikalisierten Minderheit an, dann gibt er eine seltsame Antwort. Ist es jemand, der völlig harmlos ist, hat er auch kein Problem damit, sofort zuzugeben, dass er in keinster Weise irgendwas mit Reichsbürgern zu tun hat, am liebsten die SPD wählt von mir aus und nebenher im Kindergarten als unentgeltlicher Zusatzerzieher arbeitet, meinetwegen. Ja? Grundsätzlich ist es so, Leute, die nicht Schwurbler sind, leugnen, dass sie Schwurbler sind. Schwurbler sind stolz darauf, Schwurbler zu sein, weil sie ja der Elite angehören, die was weiß, was wir anderen alle nicht wissen, und geben das im Regelfall auch zu. Zumindest die krass verschwurbelten Schwurbler werden dir schlicht und ergreifend sagen, dass sie einer sind. Daran kann man die am allerbesten erkennen. Ja, wenn sie es dir nicht sagen,
sind sie wahrscheinlich keiner oder der ganz gefährliche Schläfertyp, der es einfach nicht zugibt, um dann irgendwann zu explodieren und zum Beispiel einen Amoklauf zu begehen oder sowas in die Richtung. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, aber ich bin kein Psychologe. Das sind einfach nur ein paar Gedanken zu dem Thema, die ihr teilen könnt oder was Gegenteiliges in die Kommentare schreibt, wenn ihr wollt. So, ja, also das wäre so die erste Gruppe. Zweite Gruppe. Natürlich freiwillige Leute in der Feuerwehr, Rettungsdienst und so weiter und so fort, die dann das Zeug daheim rumliegen haben, na klar, weil sie es brauchen für den Einsatz, wenn mal einer ist. Das braucht man nicht weiter diskutieren. So, und dann kann es vielleicht noch sein, dass jemand speziell einen taktischen Rucksack durch den Wald schleift, weil es ein unglaublich ordnungsliebender Mensch ist, der es total toll findet, wenn er für jeden seiner Gegenstände, die er so durch den Wald schleift, ein eigenes Fach in seinem Rucksack hat und alles nochmal feste machen kann mit einem extra Klettverschluss, damit das nicht rumwackelt und alles genau da ist, wo es hingehört, und der das so toll findet, dass er bereit ist, dafür etwa 1 bis 1,5 Kilo zusätzliches Gewicht durch den Wald zu schleifen, was du nur dafür brauchst, dass deine Ausrüstung organisiert ist. Ungefähr das ist der Gewichtsunterschied eines taktischen Rucksacks zu einem normalen zivilen Trekking-Rucksack, der auf leicht getrimmt ist, was bei taktischen Rucksäcken eben nicht der Fall ist. Manchmal versuchen sie es trotzdem, das Ding einigermaßen leicht zu halten. Beispielsweise wurde die Molle Schlaufe, also haufenweise Schlaufen zusätzlich an der Ausrüstung, inzwischen durch Laser-Cuts ersetzt. Das sind dann also im Hauptstoff mehr oder weniger angebrachte Schlitze, durch die du dein Zeug stecken kannst, deine Beschäftigungsvorrichtungen, und dann bleibt das da hängen. Das ist ein bisschen leichter, als haufenweise zusätzliche Schlaufen anzubringen. Jetzt wird es außerdem demnächst auch noch dunkel. Es ist ein Elendleben, ne? So, also das kann ich auch irgendwo verstehen. Ich würde das nicht so machen. Ich bin überhaupt kein ordnungsliebender Mensch. Aber es ist ein Argument, was für mich Sinn ergibt. So. Und da ist auch schon Schluss, ja? Weil das Argument, das man manchmal hört, dass man sein Zeug unglaublich schnell griffbereit haben möchte für Bushcraft, für Survival, für Trekking, für gute Zeit im Wald haben, das verstehe ich beim besten Willen nicht. Vielleicht jemand, der das Argument verwenden würde, kann mir ja mal erklären, warum das so sein soll. Weil wenn ich gemütlich im Wald unterwegs bin, um mich zu entspannen, selbst wenn ich ein bisschen sportlicher im Wald unterwegs bin und so weiter und so fort, warum ist es wichtig, dass ich jetzt sofort mein was auch immer griffbereit habe, um sofort beispielsweise meine Schaufel am Mann zu haben, um jetzt sofort ein Loch zu graben. Was willst du im Wald? Was ist für dich, weshalb du sofort ein Loch graben musst? Warum muss dein Firesteel neben deiner Messerscheide griffbereit am Gürtel hängen, weil du jetzt sofort ein Feuer machen möchtest? Das mag ja vielleicht eine Berechtigung haben, wenn man irgendwo ist, wo man jederzeit nass werden könnte und dann sofort ein Feuer machen muss, um nicht zu erfrieren. Was aber auch Schwachsinn ist, weil du nicht sofort ein Feuer machen kannst, weil du erst Brennholz sammeln musst. Daher ist diese in Sekunden schnelle einen Firesteel-Griff bereit haben Sache etwas, was ich wirklich nicht verstehen kann. Das ist vielleicht cool oder lustig, aber in keinster Weise sachlich irgendwie notwendig, oder? Aber wie gesagt, sonst erklärt es mir gerne bitte, weil das hört man oft, ja, dass diese Griffbereitschaft von Ausrüstung ganz wichtig ist. Bei manchen Dingen kann ich es ja noch nachvollziehen, wie zum Beispiel dem Taschenmesser. Ja, das brauchst du wirklich mal eben schnell, weil du irgendeine Verpackung nicht aufbekommst, um deinen Käse da rauszuholen, zum Beispiel. Ja, Plastikverpackung, ja, ganz böse, aber es ist nur mal die Realität, dass das Zeug in Plastik eingepackt ist. Und dann willst du das vielleicht kurz aufschneiden, dann packst du dein Messer wieder weg, und dass du dafür nicht erst im Rucksack kuscheln möchtest und in der untersten Ecke ungefähr irgendwo ganz unten dann ein ohnehin legales Messer, aber was anderes haben wir natürlich nicht dabei, ne, zu finden, um dann deinen Käse aufzumachen. Ja, ne? Oder eine Taschenlampe, da verstehe ich es auch noch, dass man die vielleicht am Gürtel hängen hat, in einem taktischen, von mir aus, Gürtelholster oder einfach in irgendeinem anderen Gürtelholster, damit man, wenn es dann dunkel wird, nicht erst noch groß nach der Taschenlampe suchen muss. Das ist zum Beispiel für mich durchaus was, was ich gerne mache. Ich habe sie dann einfach in der Hosentasche griffbereit. Ich brauche da kein Gürtelholster dazu. Wozu? Hosentasche tut es auch. Ich habe Hosentaschen, ja? Oder Jackentaschen oder was auch immer. Aber ja, man sollte die Lampe rausgeholt haben, bevor es dunkel ist, weil sonst findest du mal im Dunkeln. Es sei denn, man hat 5 Lampen dabei, was ja auch viele von uns zutrifft. Ich habe meistens so 2 bis 3. Von daher bin ich da auch keine Ausnahme. Und es kommt auch vor, dass ich mehr als ein Messer am Mann habe. Natürlich, ja. Aber
irgendwo muss man sich jetzt auch die Frage stellen, wo ist es bekloppt und wo ist es einfach nur ein bisschen Spinnerei und vielleicht nicht zwingend notwendig, beziehungsweise ist ein zweites Messer, wenn man das erste Messer halt doch mal vergessen hat und dann noch ein zusätzliches Messer zum Beispiel am Schlüsselbund hat, ein ganz kleines, nicht vielleicht sogar eine gute Idee, wenn man sicher gehen möchte, dass man auch wirklich immer ein Messer dabei hat und dann nicht irgendwann mal dasteht und seinen Käse nicht aufbekommt, ja, um zum Käsebeispiel zurückzukehren. Also hier ist schon irgendwo abzuwägen, ein gewisses Maß an Kleidung, in der man Zeug verstauen kann, zumindest zum in den Wald gehen, und ein gewisses Maß an Dingen, die man dabei haben möchte, wenn man in den Wald geht, wie zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Paket. Sobald du ein Messer dabei hast, solltest du nämlich auch ein Erste-Hilfe-Paket dabei haben. Und Messer solltest du dabei haben, weil, ja, und hier ist zum Beispiel bei mir der Punkt erreicht, wo ich sagen muss, weil man eins dabei haben muss. Punkt. Ja, wo es für mich ein absolutes Unding wäre, ohne ein Taschenmesser, wohlgemerkt ein Taschenmesser, in den Wald zu gehen, weil es ist so, ja? Und an dem Punkt kommt jetzt die subjektive bzw. irrationale Komponente ins Spiel. Und ich glaube, die ist häufig so, dass die Leute sagen, ich renne gern mit Militärklamotten rum, weil, keine Ahnung, aber ich mach das halt gerne. So, und da lässt nun mal unsere Gesetzeslage sehr wohl zu, dass du mit den Klamotten rumrennen kannst, mit denen du rumrennen willst. Aber das Ganze hat jetzt eine kleine Reihe von Problemchen. Nämlich, erstens, je nachdem, wie militärisch du rumrennst, kann es sein, dass du tatsächlich Oma Erna, die hier spazieren geht, das tut sie übrigens regelmäßig, wir haben vom Küchenfenster aus Sicht auf diesen Weg und hier geht wirklich jeden Tag Oma Erna, ich habe keine Ahnung, ob sie so heißt, aber und ob sie Oma ist, aber spazieren geht sie. spazieren, so, und wenn ich jetzt, also um die Uhrzeit ist nicht mehr unterwegs, ne? Wenn ich hier jetzt stehe, in Blau, mit einem Koppel, dann sehe ich lächerlich aus. Ich hoffe, dass ich so niemandem Angst mache, insbesondere nicht, wenn ich hier mit der Kamera rede, laut diskutiere und einen komischen Hut aufhabe und selbstverständlich auch gerne jedem, der hier vorbeikommen sollte, und es ist, seit ich hier mit dem Reden bin, noch keine Menschenseele hier aufgekreuzt, das nur davon abgesehen, kann ich auch erklären, was ich hier tue, ne? Davon abgesehen, ich bin ja auch nicht mehr mit jede Menge Messern behängt, sondern habe mehr oder weniger fast nur leere Taschen, beziehungsweise hier hinten, da ist ein Koch, das volle Fressgeschirr, das Militärfressgeschirr drin und nochmal zwei leere Wasserflaschen, einfach damit das Ding ausgefüllt ist. Ja. Also alles harmlos. Ich habe das eine Taschenmesser, was ich immer am Mann habe, am Mann, und das kann ich dann notfalls schon erklären. Aber wenn du jetzt auch noch mit der Armbrust rumrennst, in komplett getarnten Klamotten, möglicherweise wirklich noch mit einer schusssicheren Weste, wo du dein Zeug dran befestigt hast, so Leute gibt es. Das ist dann ein Level, wo man sich schon fragen muss, was soll das? Und das einzige Argument wird wahrscheinlich lauten, weil ich es kann, weil es cool ist und es ist praktisch. Ja, aber warum muss es schnell gehen, dass du sofort was auch immer griffbereit hast, weil du im Wald sofort was auch immer machen möchtest? Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wenn du so ausgerüstet bist, als hättest du vor, den halben Wald zu zerlegen, dann kann man dir auch unterstellen, dass du das vielleicht vorhast, und das wäre dann halt schon auch durchaus jenseits der gesetzlichen Möglichkeiten, was man im Wald zur eigenen Entspannung so alles tun und lassen darf. Ja, und das ist dann schon so mit einem Geschmäckle ausgestattet. Ja, und du machst tatsächlich jemandem Angst, der durch den Wald läuft und dann eben nicht einordnen kann, ob du tatsächlich im tiefsten Inneren nur der harmlose Typ bist, der einfach super gerne mit Militärausrüstung im Wald rumspringt und an Ästen rumsägt, weil das kann. Oder ob du irgendein geheimer Spinner bist, der gerade für den großen politischen Umsturz trainiert und irgendwelche Politiker in Führen ermorden oder sonst was will. Oder heimlich die geheime Weltverschwörungsbande, die an allem Elend schuld ist, angreifen möchte in ihrem Führungsbunker und dafür jetzt auch wieder im Wald trainiert. Das weiß man ja nicht. Und das ist mein großes Problem. Wer wirklich es mit der taktischen Ausrüstung etwas übertreibt, der wirkt erstmal wie ein Spinner. So, und jetzt ist die Frage, wenn du jetzt sagst, ja, aber ich bin völlig harmlos und ich habe das Recht, so rumzurennen, weil das darf ich doch und so weiter, sofern du jetzt nicht zu große Messer dabei hast und so ein Zeugs, ne, das hast du, Recht hast du dann wieder nicht mehr, das wissen wir alle, Paragraph 42a Waffengesetz, das muss ich niemandem mehr erzählen, das haben wir inzwischen alle mal gehört. Ja, aber da frage ich mich dann, bei dem Level von Tacticalness, redet der sich nur ein, dass er einer von den Guten ist?
Und möglicherweise sehnt er sich doch nach der Zombie-Apokalypse oder irgendeinem anderen Szenario, wo die irgendeine allgemeine Ordnung verloren geht und er plötzlich der große King ist, der bisher, weiß ich nicht, irgendwas ist, was nicht gerade der große King ist und eigentlich gerne der große King wäre, ja, und deswegen jetzt so Zeug angehortet hat, um automatisch in der sozialen Rangstufe sofort ins Unermessliche zu steigen, weil er Waffen besitzt, Schnellfeuerarmbrust, weil er taktischen Krempel besitzt, weil er damit sogar noch trainiert hat und einigermaßen damit umgehen kann, setzen wir jetzt einfach mal voraus. Und schwuppdiwupp wird aus diesem Niemand, der nirgendwo was zu melden hat, möglicherweise keine Freunde, Familie, Frau etc. pp. Hat, gehen wir mal davon aus, dass es ein Mann ist, das ist nun mal realistisch, wird auf einmal der große Endzeitkrieger, der eben jetzt genau das macht, was man, jetzt will ich keinesfalls irgendwie jetzt mit der Ballerspieldebatte anfangen und so weiter. Ich zock so ein Zeug auch gerne. Ja. Aber der große Held, der du in Spielen, der Fantasien, Romanen, in Filmen und so weiter und so fort zumindest einigermaßen sein kannst und darum fantasieren kannst, und das mache ich auch, hab da Spaß dran, ich guck so ein Zeug super gerne, spiel so ein Zeug super gerne, lese so ein Zeug super gerne. Hast du vielleicht nicht doch irgendwo in dir drin das Bedürfnis und den Wunsch, diesen sozialen Aufstieg zum Endzeitkrieger, der dann ein ganzes Dorf beschützen kann mit seiner Schnellfeuerarmbrust und von allen gefeiert wird als großer Held? Hast du so einen Wunsch nicht vielleicht doch irgendwo? Könnte es vielleicht ungesund sein, diesen Wunsch noch mehr zu forcieren durch das physische Vorhandensein von so einem Zeug, das du bräuchtest, um Endzeitkrieger zu sein? Drehst du dadurch vielleicht langsam durch? Ja, ich will das niemandem unterstellen, aber das sind so Fragen, die müsste man sich selbst ein bisschen stellen. Weil dieses Herbeisehnen der Apokalypse und das damit zusammenhängende Horten von Zeug für die Apokalypse, der Gedanke ist mir, das gebe ich jetzt frei zu, der ist mir nicht völlig fremd. Ja? Sofern Jeff Bezos nicht irgendwo einen taktischen Bunker sich gekauft hat, das kann er sich ja locker leisten. Wärst du einem Jeff Bezos überlegen, sobald die Zivilisation erstmal zusammengebrochen ist, weil der hat bloß Milliarden, damit kann er sich vielleicht noch ein Feuerchen anzünden, wenn er so ein Bargeld irgendwo rumliegen hat. Der hat aber vielleicht keine taktische Schnellfeuerarmbrust. Andererseits ist er ein Ami, der hat anderes Zeug. Na, egal. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Oder irgendjemand anders mit 17 Häusern, das hilft dem gar nichts, wenn die Apokalypse da ist, weil er keine einzige Schnellfeuer-taktische Armbrust hat und du kannst ihm seine 17 Häuser im Prinzip wegnehmen. Und jetzt ist halt eben ein schmaler Grat zwischen dem Wunsch, der Krieger zu sein, der das Dorf beschützt, und wenn das Dorf vom Krieger, der das Dorf beschützt, nichts zu tun haben möchte, der Plünderer, der das Dorf plündert. Und da kann man sich vielleicht schon ein bisschen Sorgen machen, und ich erzähle das Ganze deswegen, weshalb es vielleicht für viele Leute unsympathisch wirkt, wenn jemand wie der Waldrambo durch den Wald rennt. Ist das vielleicht ein bisschen nachvollziehbar? Wir können nicht in deinen Kopf reingucken und wissen nicht, was deine Motivation ist. Ist es wirklich nur harmlos, Spaß an militärischer Ausrüstung, Spaß an der Nostalgie, weil du mal Soldat warst, so wie ich, der ich einfach Spaß an alter Militärausrüstung habe, weil meine Bundeswehrzeit eine gute Zeit war. Ich hatte da echt Spaß. Es gab auch ein paar dumme Momente, das weiß jeder, der da war, aber ich vermisse das ein bisschen. Man war jung, die Kameradschaft war toll, viele Dinge, die später im Leben was sind, womit man sich intensiv beschäftigen muss, das vielleicht Sorgen bereitet, haben da noch keine Rolle gespielt, und irgendwie war das eine schöne Zeit, und mit dem Gedanken bin ich nicht alleine. Ja? Und es kann sowas sein, also wirklich harmlos oder eben gefährlich. Ja, und das wissen wir nicht. Und drum wäre jetzt das, worauf ich ein bisschen plädieren möchte: Wer taktischen Krempel toll findet, dann zieht doch dazu meine Fresse noch eine blaue Jacke an. Dann ist klar, dass ihr zumindest nicht die Welt, oder zumindest seht ihr weniger gefährlich aus. Vielleicht lächerlich, ist es dann weniger cool, aber im besten Fall sieht euch im Wald doch sowieso keiner. Es sei denn, ihr stellt eine Kamera auf, ja, wie das der eine oder andere Kollege tut. Darf natürlich jeder machen, der das will, ja, und das Zeug, was ihr erzählt, zu eurem optischen Äußeren, das ist ja meistens was Hand und Fuß hat, wenn sich jetzt der ein oder andere YouTube-Kollege angesprochen fühlen möchte. Ja, da ist ja selten wirklich irgendwelches Geschwurbel dabei, zumindest von dem, was ich so höre, was ich mir mal so reingezogen habe. Ich will hier also wirklich niemanden persönlich angreifen oder als besonderen Spinner darstellen. Dafür kenne ich auch die Umstände nicht genug, das wäre schlichte Unterstellung. Das ist leider wieder viel länger geworden als geplant, ich wollte das eigentlich kurz halten. Aber
So viel zum Thema taktische Ausrüstung und warum ich zumindest einfach mal sage, bisschen vorsichtig mit dem Zeug. Ja? Und macht euch klar, warum müsst ihr denn eure Ausrüstung im Schnellzugriff haben, wenn ihr doch einfach nur gemütlich in den Wald gehen wollt. Ich verstehe es nicht. Ja? Oder plant ihr doch irgendwelche Auseinandersetzungen als Zivilist? Im Übrigen kann es auch super gefährlich sein, wenn es wirklich mal zu einem Krieg oder irgendwas kommen sollte. Seit einem Jahr ist das ein Szenario, was plötzlich nicht mehr ganz so unwahrscheinlich scheint. Das wissen wir alle. Dann ist vielleicht das Döfste, was man machen kann, als tatsächlicher Zivilist, der wahrscheinlich auch eben nicht über Schusswaffen verfügt, so auszusehen, als sei man ein Soldat. Ja, das ist dann vielleicht wirklich eine dumme Idee. Aber nur mal so angemerkt am Rande. Ich bin durch, bedanke mich fürs Reinschauen, würde mich freuen über Meinungen in den Kommentaren. Bitte freundlich bleiben. Ich hoffe, ich habe niemanden persönlich beleidigt und ich will auch niemandem unterstellen, sich die Apokalypse herbeizusehnen. Ich sage nur, ich könnte es mir vorstellen, dass es doch Leute gibt, die sich das vielleicht auch gar nicht wahr machen wollen, dass sie das tun. Ja? Ohne irgendjemand konkret damit anzusprechen. So, macht damit, was ihr wollt. Tschüss.